Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Es kann durchaus Sinn machen, dass man nicht gegen Menschen trainiert, sondern gegen Computer oder, wie ich es hier euch zeigen werde, gegen einen Bot. Und der Grund ist zum Beispiel, ich sage immer, es ist wichtig, Langpartien zu trainieren, aber Langpartien auf Online-Portalen sind schwierig. Es ist schwierig, einen Gegner zu finden, es dauert, vielleicht kriegt man einen Gegner, der, sobald er auf Verlust steht, die Zeit laufen lässt und so weiter. Computer ist eine Alternative. Ich habe hier einige Videos gemacht gegen die Stockfischstufen auf Leashes. Diesmal wollte ich euch die Bots zeigen. Und die Bots kennen viele gar nicht, dass es die auch gibt. Und dann ist es vielleicht mal sehr sinnvoll, dass ich es vorstelle. Unter Gemeinschaft Spieler findet ihr die Online-Bots. Und da gibt es eine ganze Reihe. Kann man alle mal ausprobieren. Die für uns interessant sind, sind die Maya-Bots, Maya 1, Maya 5 und Maya 9. Die sind trainiert worden mit echten Partien aus Lichess, über 10 Millionen Partien. Und man für den Maya 1 hat man nur Partien herangezogen von Spielern mit einem Rating von 1100, beim Maya 5 von 1500 und beim 9 von 1900. Und dadurch ist die Hoffnung, dass dieser Bot, wenn er trainiert ist, anhand dieser Partien, dass er auch so spielt wie Spieler dieser Stärke. Und dass er einfach menschlicher spielt. Nicht so wie der Stockfisch, wie ein Computer. Und wenn man ihn runterregelt mit sehr seltsamen Zügen, die sollen realistischer spielen. Wir haben den Maya 1 schon kennengelernt und haben mit Weiß gespielt, mit Schwarz gespielt. Ein Spiel war eine Enttäuschung, das andere war okay. Wir haben die erste Partie gegen Maya 5 hinter uns und jetzt geben wir Maya 5 mal Weiß und schauen, wie er sich da schlägt. Die erste Partie hatte es schon durchaus in sich. Und jetzt schauen wir mal, ob er vielleicht mit Weiß sogar noch stärker ist. Bis Jackside machen wir 20 plus 10, das ist so das erste, was auf Lichess als klassisch gilt. Und diesmal nehmen wir Schwarz. Und man kann sogar gewertete Partien spielen. Also ich kriege hier sogar Punkte, wenn ich gewinne. Und Weiß spielt die englische Eröffnung. Wir schauen mal, was er macht. Also er macht das sehr, sehr klassisch hier. Den Aufbau. Alles sehr gut. Und wir könnten jetzt sicherlich in eine königsindische Struktur gehen. Und das tun wir jetzt auch mal. Das ist jetzt die königsindische Verteidigung, die Grundstellung, der Grundaufbau. Ich schiebe hier C6 ein. Aus dem Grund, um seinen Läufer ein bisschen schlechter zu machen auf der Diagonalen und um hier auch so ein Feld zu haben für die Dame. Er tauscht, okay. Jetzt möchte ich meinen Läufer nicht für seinen Springer hergeben, das heißt, ich gehe hier weg. Und jetzt haben wir so 10 Züge und so langsam komme ich aus der Theorie raus. Das heißt, so wie er gespielt hat, kenne ich es nicht, so habe ich es noch nicht gehabt in einem Spiel. Das heißt, hier muss ich langsam selber nachdenken. Aber hier noch genug Figuren, die noch gar nicht entwickelt sind. Das heißt, um die sollte ich mich jetzt mal kümmern, dass ich frage jetzt, wohin.
Und geht zurück, er möchte sich nicht hier schlagen lassen. Was ich eigentlich gerne möchte, ist, ich möchte hier verdoppeln. Und diesen Verteidiger abtauschen. Können wir jetzt auch mal machen. Gut, der stört mich aktuell. Stört er mich oder nicht? Fesseln? Jetzt ruhig die gefesselte Figur anzugreifen. Mal sehen, ob er darauf reagiert. Er reagiert drauf. Können wir hier fortsetzen? Also vorbeigehen wäre wahrscheinlich unsinnig für ihn, weil dann hat er wieder die Fesselung. Schlagen wir auch nicht so gut, hat er auch die Fesselung. Nochmal decken. Okay. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir den mal vertreiben. Hier kann er rein. Bloß da kommt er dann nicht mehr wirklich raus. Übersehe ich was? Mal überlegen, also immer erstmal denken, dass es vielleicht Absicht war. Also ich hatte jetzt gedacht, er geht zurück und dann schlag ich. Und jetzt bin ich ein bisschen hier. Überfragt, vielleicht übersehe ich etwas. Okay, also ich habe nichts übersehen. Wir hatten den tatsächlich gefangen. Er schlägt so rum, also hier ist ja wirklich die Entscheidung, wie rum schlägt man. Könnte auch so rumschlagen und dann hätte man hier so eine Linie zum Angreifen. Das hätte ich vermutlich so aus dem Gefühl heraus gespielt. Er hat jetzt so rumgeschlagen, hat jetzt auch eine offene Linie. Aber wir haben eine Figur gewonnen, ein Läufer für einen Bauern. Tausch können wir hier gut anbieten, weil wir haben ja mehr Material. Er tauscht. Strategisch jetzt nicht so ideal, weil er hat ja weniger Material. Sollte man möglichst nicht tauschen. Tut er aber.
Der Maya 5 Bot bekommt auch eine Bewertung aus den ganzen Spielen, die er gegen Menschen hier macht. Und einmal kurz schauen, kann die Dame hier irgendwo eindringen? Nein. Wollen wir ernsthaft diesen Bauern decken hier? Also die Dame kann ja sowieso nicht reinkommen. So, gut. Und hat jetzt ein Rating hier, ein Lichess Rating von 1728. Ich habe eine Reihe Partien gespielt gegen die Maya-Bots, also eine Reihe. Also hier steht es jetzt 3:0 für mich. Also ich habe ein Blitz gespielt, ein Schnellschach und jetzt eben ein Klassisch. Und das ist jetzt die zweite Klassisch-Partie. Und alle tue ich auch in eine Studie, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch selber euch anschauen und könnt euch einen Eindruck verschaffen, wie stark spielt der Bot oder wie gut hält er dagegen. Also den Springer hier reinstellen, das kann ich auf jeden Fall schon mal tun, weil da steht er jetzt ziemlich bombastisch. Und wenn ich jetzt noch hier die Damen tausche, dann ist eigentlich... So. Oder vielleicht doch hier reinhüpfen mit seinem Springer. Wenn er mit dem Springer schlägt, tausche ich sofort. Tut er nicht. Sinnvoll. Er tauscht nicht. Macht ja auch nicht wirklich Sinn zu tauschen. Dadurch kommen wir aber hier immerhin rein in die Stellung. Und ich muss eben zusehen, dass ich mir hier nicht irgendwo einen Dauerschach einhandle. Da unten. Oder ein bisschen schnell jetzt gespielt. Also er schlägt. Wir haben das Schach. Und das Matt. Wichtig hinterher immer noch mal aufs Analysebrett gehen. Engine anmachen, nochmal schauen. Also, dieser Zug war auf Trick gespielt. Ich stehe leicht besser, aber ich stehe nicht gut, wenn er richtig spielt. Ich habe an C5 gar nicht gedacht, das müsste man aber jetzt eben untersuchen oder sich analysieren. Ich hatte an so etwas hatte ich eigentlich gedacht. Aber dann kann ich den trotzdem spielen, weil jetzt steht es für ihn auch schlecht. Mit der Dame zu schlagen war eben ein Fehler, weil ich eben dieses Matt in 2 aufgebaut habe. Warum wäre das jetzt so gut gewesen für ihn? Weil der denn gefesselt ist. Wow. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen zu schnell gespielt. Aber es hilft uns ja auch, dass wir zumindest wissen, okay, ja, toller Zug. Also den hat der Computer hier nicht gespielt.
Und das ist jetzt relativ realistisch, weil ich meine, es trainiert gegen oder trainiert mit Partien von 1500ern Spielern. Und sehen die diese Taktik? Hätten die diesen Zug gesehen? Also, da kann man eben auch seine Rückschlüsse draus ziehen. Ich meine, wenn ich gegen einen Computer trainieren möchte, um die Nachteile zu verhindern, die ich vielleicht dadurch hätte, gegen Menschen zu spielen mit Langpartien, dann möchte ich ja auch nicht einfach so gegen die Wand geklatscht werden und immer niedergemacht, sondern möchte ich vielleicht auch eine Schwierigkeitsstufe wählen, die mich fordert, die so ein Tick besser ist als man selber. Und da haben wir jetzt Maya 1 und Maya 5 kennengelernt. Wenn ihr euch die Partie nochmal anschauen wollt, geht in der Videobeschreibung, habt ihr den Link zur Studie, schaut euch da an. Ich habe noch ein paar Partien mehr in der Studie. Vom Blitz und so. Man kann das ja auch nutzen, um vielleicht Blitz zu trainieren oder wenn man vielleicht tatsächlich mal Bullet trainieren möchte und nicht gerade gegen Menschen, dann ist das eine richtige Herausforderung. Fehler sind auch menschlich, aber eben keine Fehler, die total Banane sind. Und in der Partie hat Maya 5 den Springer fangen lassen. Und hat eine Chance ausgelassen, wieder zurückzukommen. Also, ich würde mal so Daumen hoch machen. Es fühlt sich tatsächlich recht menschlich an, so wie Maya 5 gespielt hat. Und es war durchaus eine Herausforderung. Ich bin gespannt, was Maya 9 uns bringen wird. Bis dann. Tschüss.